Herzlich willkommen zurück zu Uncharted, Drakes Schicksal. In diesem Part werden wir hoffentlich Elena finden und sie eventuell retten und eventuell eine Belohnung dafür bekommen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Oh, ich stelle mir das aber hier das Spiel sehr schön als Remake vor. Also wenn die Gerüchte stimmen sollten, freue ich mich wirklich. Weil ein Remastered haben wir jetzt ja schon. Noch ein Remaster finde ich ein bisschen affig. Wenn man damit jetzt nochmal Geld machen will, sollte man wenigstens ein wenig Arbeit reinstecken, meiner Meinung nach. Alles klar, da geht's zum Segel von Elena. Da gucken wir gleich vorbei. Hier unten ist hier noch irgendwas. Nö. Dann gehen wir wieder hoch. Alles klar, dann lass uns hochgehen zu ihr. Wenn sie da ist, natürlich. Das wissen wir ja nicht. Und ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ab hier habe ich es nur einmal durchgespielt. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Ja, ich würde eher, wenn man die Gegner mit einberechnet, als schlecht empfinden. Aber das musst natürlich du bewerten, Nathan. Bucapintu. Wieso gehen denn da und die Untertitel aus? Es klappt. Da ist er oben. Los ans MG. Hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ah, oh, eine neue Pistole. Oh Mann. Ein Revolver. Was haben denn wir hier? Okay, ich glaube, jetzt ist eine Schrotflinte eher unpassend. Oh toll. Oh Mann. Scheiße. Oh. Apropos, danke fürs dran erinnern. Haben die sich jetzt gegenseitig... Ich dachte schon, die haben sich jetzt gegenseitig getötet. Ey! Schlumpf. Komm her. Meine Munition neigt sich exorbitant dem Ende hinzu. Ich glaube, wir nehmen dann doch hier oh, doch mal wieder. Spielzeug. Weil der Revolver ist ja sowieso leer. Sollen wir wieder zurück? Wo sollen wir denn eigentlich hin? Ach, die haben ja jetzt das Tor geöffnet, verstehe. Wow! Wo? Ich, och nee! Haben wir da nicht eben hingeguckt und da waren? Oh,
rennt nicht! Vorsicht! Nicht! Oh. Jemand hat mal gut geworfen. Diesmal gehen wir aber vorbereitet hin. Nein. Solange wir noch Revolver-Muni haben, würde ich gerne Revolver. Obwohl, jetzt haben wir allgemein so wenig Schuss. Das ist, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Das ist ein Ende. Nö. Okay. Das tat bestimmt weh. Geschafft. Wie ein König behaupten die Legenden, ja? Naja. Na dann. Elena. Schnucki Pussy. Oh! Nein. Das wird aber jetzt schwer. Was jetzt? Hätte ich mal die AK mitgenommen. Scheiße. Jetzt drauf. Nein. Ach, Nathan. Ich finde Leute ganz schlimm, die einfach dauernd groß ballern. Die haben einfach keinen Sinn für gesellschaftliches Beieinandersein. Ich schicke dich zum Anti-Aggressionskurs, du dahinter bin. Na, bitte. Wir haben ihn. Boah, lalalala. Hör mal! Was erschrickst du mich denn so? Ich find sowas frech, ja? Sag mal kurz Entschuldigung oder so. Aber nein. Unerzogen, allesamt. Ich würde trotzdem gerne gucken, ob da noch ein Schatz ist. Der hinten würde sich ja anbieten. Nö, würde sich nicht anbieten. Okay, sorry. Ich bin ja überlegen, zur AK zu wechseln. Aber das lassen wir mal noch. Noch lassen wir das. Watschelt da einer durchs Wasser? Oder sind das Wassergeräusche.mp3? Wo gehst du denn jetzt weiter, Sommer? Oh, nein. Ist ja der Hammer. Und hier ist kein Schatz oder so? Na komm, wechseln wir zu AK. Fühlt man sich einfach sicherer, wenn man nochmal ein Gerät mit mehreren Schuss hat. Oh. Oh nein. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ich weiß, dass hier irgendwas war, das mich... Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Fertig gemacht hat.
Allein, dass man eine Passage in Erinnerung hat, ist nie ein gutes Zeichen. Oh, oh, gleich nicht! Gib ihm den Rest! Ich habe ja keinen Schrot mehr. Boah. Ey, das war ein Headshot. Ich bitte dich. Da ist noch einer da. Stirb! Krepier! Hallo? So passiert sowas eigentlich immer mir. Das freut mich auch. Naja, sonst würde das Spiel ja nicht funktionieren, Mate. Nein, nein, fick dich! Oh, das habe ich nicht gesagt, YouTube. Ich habe gesagt, kuschel mich. Und Regenbogenfarben und alle sind fröhlich und... Ja, ich möchte auch ein Marmeladenbrötchen. Das ist sehr nett. Mist! Wow, okay. Ey. Bam, bam, bam. Nee, das hat jetzt nicht funktioniert, diese Kombo. Mal zwei? Achso, die lagen aufeinander auf, oder was? Ja, die volle Schrotflinte behalte ich dann doch. Okay, okay. Liegt hier noch irgendwas rum? Irgendwie so Pistolenmunition? Munition oder so? No? Oh. Trabatius. Und jetzt? Boah, Profi. Was habe ich gerade gesagt? Man darf sich nie selber loben. Es endet immer nur in Chaos. Wir sind gleich bei dir, Elena. Ich frage mich, wie du hier durchgekommen bist, aber du wirst schon einen Weg gefunden haben. Wunderbar. Geht's jetzt weiter? Es geht weiter, ne? Ah, das ist ein Wasser. Okay, das Wasser, da kann man nicht hochklettern. Ja, ich war noch nie so gut in Physik, ne? Obwohl, ist das nicht eher Chemie? Ach, keine Ahnung. Da kommen wir auch nicht hoch. Was ist jetzt das Ziel? Finde ich sehr gut, dass sich Nathan anhört wie so ein kleines Motorboot. Okay. Ja, sein Motor läuft heiß für Elena. So, hier ist doch ein Weg. Und wieder. Als hätte man es gewollt. Kann man jetzt hier runterrutschen? Whee! Wie ein Twilight Princess. Boah. Der Wassertempel war auch so mittelmäßig, aber... Das Konzept mit dem wieder runterrutschen, sehr geil. Oh, ich freue mich, wenn ich hier irgendwann mal Zelda Let's Playen kann. Aber gut. Uncharted ist natürlich auch Bombe. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Zelda hier. Wasserlevel. Na dann.
keine Gegner? Pötte. Kapitel 6. Schlüssel zur Vergangenheit. Mhm. Alles klar. Wir sind wieder hier. Hey, Elena, wo bist du? Das frage ich mich auch. Pistolen, Munition. Oh. Ah, Moment mal. Ja. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow. Wow. Verdammter Mist. Na toll, die Karte ist kaputt wegen euch, Bast. Du bist Fischfutter. Ihr seid so richtig Bastians. Oh, oh, gleich nicht. Bis dann. Ja. Warum ist doch noch einer? Wieso nicht? Wir können dann dein Essen bringen, Fettsack. So. Nett. Hier ist ein Munitionsraum, wo wir nichts mitnehmen können. Eieiei. Mann, wieso ist die Pistole links? Das geht doch nicht. Muss oben sein. Sag doch. Profis. Ist hier? Nee. Da werde ich doch gleich müde. Wir klettern da gleich hoch und gucken. Auf der Karte war ja irgendwie... Was ist das? Weiß ich nicht. Machen wir mal. Nö, das lassen wir. Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Ist da ein Schatz? Nö. Kann man hier nirgends hoch? Das ist ja... Ey, wieso hast du aufgehört? Hab ich aufgehört? Nö, ich hab nicht aufgehört. Hab ich doch aufgehört? Ich weiß nicht, hab ich aufgehört? Na dann. Ab geht die Post. Ist das da, wo wir eben schon drin waren? Ja. Ey, das Symbol war doch auf der Karte. Nee. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Keine Ahnung. Was hat das mit Castillo zu tun? Und mit Ich lasse es einfach. Könnt mich alle mal. Was sitzt da? Ey! Es geht aber so nicht. Ich wollte jetzt lecker Geflügel. Der Grund, wieso wir das gemacht haben, ist mir rätselhaft. Hä? Nein! Nein! Ich hasse Quicktime.
Wir müssen jetzt alles noch machen, deswegen. Mann! Wenn ich aus der Spielersicht herausgezogen werde, lege ich den Controller an die Seite. Boah, selten macht mich. Also nichts macht mich in Spielen so aggressiv wie das. Jetzt bin ich aber gefasst. Dachte, wir sterben wieder. Wozu haben wir das jetzt gemacht? Weiß der Geil oder weiß er nicht? Copyright, das geht so nicht. Ich dachte, man kann jetzt hier vielleicht irgendwo lang. Man kann sich hier dran festhalten. Wozu? Keine Ahnung. Wieso wir das kaputt gemacht haben, weiß ich auch. Ah, hier muss man jetzt hoch. Ich verstehe. Ich dachte, Nathan wollte das einfach nur so kaputt machen. Ach nee, wenn ich hier jetzt runterstütze, muss ich. Nee. Ja, ich hab's gesehen. Muss man nicht dahin? Schick, schick. Nun. Ja, was soll die Musik? Kommt gleich schon wieder jemand. Wow. Hä? Ich wollte doch gerade springen. Was soll denn das? Oder kann ich später aber froh sein, dass wir hier rausgeschmissen werden? Ich weiß nicht, also. Selbst wenn man Dark Souls spielt, da stirbt man weniger als in Uncharted. Das ist nun mal so. Nö. Nö. Da kann man doch rein. Ich sehe das doch. Spiel. Willst du mich jetzt verarschen? Man kann da rein. Das sehe ich. Machen wir es halt so. Oder machen wir auch nicht. Na ja gut, wenn mich das Spiel da nicht hinlassen will, hoffe ich auch für das Spiel, dass da nichts ist. Ne, da kann man nicht hin. Na gut. Ah, okay. Und so kommt man drüben hin. Ich verstehe. Da habe ich nichts gesagt. Stehst du immer gerne auf einem Bein? Das trainiert die Beinmuskulatur, das gefällt Elena. Ich bin so frei. Danke. Och Mann. Jetzt ist er zersplittert auf dem Boden. Hat auch Gefühle. Ich rüste meine Waffe aus. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Und öffnen die Tür. Ah. Nein? Okay. Und das alles hat Elena geschafft. Und den Schlüssel sogar noch zurückgelegt, also. Zur Hölle ist sie. Ich weiß nicht.
Dachte ich etwas übersehen. Wieder Munition, die wir nicht aufnehmen können. Oh Gott, was kommt jetzt? Kann ich auch. Meine gehen sogar früher in die Luft. Wieso wollte davon jetzt nur einer rumgesprengt? Ich hab's genau gesehen. Oh, wir sind gleich tot. Ja, wir sind tot. Was ist das denn? Ich glaube, ich leg doch die Schrotflinte weg. Ist jetzt nur so eine Idee. Ich glaube, so nah kommen die Gegner hier. In dieser Sektion dann doch nicht. Oh Mist. Stirb! Dann kommen wieder neue. Wir müssen gleich vorbereiten. Richtig schön dahin, damit auch gleich beide ausgelöscht werden. Dass sie nicht werden. Das hat er aber süß gesagt. Nein, kein Feuer. Jetzt hört er mal kurz auf. Bis sich mein Herzschlag beruhigt hat. Weil ich euch so sehr liebe. Wow, okay, man kann es auch übertreiben. Na toll. Ich habe kaum Munition, merke ich gerade. Haben wir überlebt? Wir haben überlebt. Erstmal. Die Musik beruhigt sich nämlich nicht. Er hat auch in Ordnung gesagt, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Nee, kein Mikrozeug. Ich bin kein Mann fürs Kleine. Geht's hier weiter? Oder ist das ein... Nein! Scheiße. Ah! Man muss nur Grips haben im Kopf, ja? Ich möchte hier vorher noch weiter... bisschen die Gegend erkunden. Weil wir haben lange keinen Schatz mehr gefunden. Das beunruhigt mich ein wenig. Besonders weil es wie viel gibt? 30 oder 60? Ich glaube 60 in jedem Teil. Ne? Und es gibt hier absolut nichts. Nett. Alles umsonst. Aber... die Erfahrung zählt.
keine Gefangenen. Ja, habe ich den hier vorhin schon getötet? Das wird dir wehtun. Das sind so konservative Ansichten. Öffne doch mal dein Herz. Lass dir zeigen, dass die Welt nicht nur schwarz-weiß ist. Sondern rot vor dem ganzen Blut. Wow, der ist auf die Kiste gesprungen. Und das im toten Zustand. Respekt, das schafft nicht jeder. Stirb! Ist er das? Wer? Jetzt geht's los. Ich? Nö. Nein, jetzt habe ich die Kacke. Boah. Das tut morgen weh. Kriegen aber jetzt viele Gegner hier, ne? In der Sektion. Man könnte ja meinen, es ist ein Shooter. Ich mag die Mucke. Ich will keine Mikro. Achso, wir haben ja sowieso keine normale Pistole. Gerade. Aha. Hier ist nochmal eine Pistole. Ja, du sagst es, guck mal. Das ist meiner Meinung. Könnte eine Schrotflinte sich wieder lohnen, aber auf wie viel Schuss kommen wir denn? 11, ja, dann machen wir das. Und hier kommen keine Gegner, meinst du? Ich weiß nicht, ob man die unbedingt töten muss, weil die kommen ja sowieso nicht zu einem. Wir sind schon gut, ne? Ne, runter bitte. Boah, jetzt wird's aber dunkel. Wie meine Seele. Elena. Wo sind sie? Guck, guck. Wieso wird der Boden beleuchtet? So schön ist er jetzt nicht. Die sind nicht Spanisch. Die sind Englisch. Englisch? Müssen wir mal Englisch reden. Wow. Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake? Wow. Krass, Digga. Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Wow. Nein. Er ist da drüben. Ja. Ja, ich ganz besser. Ich muss sagen, ich sehe kaum was. Ah, da ist ja wieder Licht. Das erfreut mein Gemüt. Waffe.
Nichts, was wir nutzen können. Das muss Drakes Turm sein. Haben Sie das alles selber gebaut? Drake! Ehrlich. Hallo, ich habe auch Gefühle. Ich nenne dich doch auch nicht Miss Kerl. Wir haben alle keine normale Pistole. Du doch, oder? Nee. Hier ist auch kein Schatz. Gibt es dann keine Schätze mehr hier? Ah, das sieht doch nach einem aus. Wenn es da nicht weitergeht. Ich hoffe nicht. Es scheint hier weiter zu gehen. Okay, hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ja, dann los, ne? Bleibt ja nicht viel übrig. Außer natürlich die Folge zu beenden. Das habe ich völlig vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und im nächsten Part holen wir dann vielleicht dann endlich Elena. Ah, man kann nur hoffen. Man kann nur hoffen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dann. Und ciao.